need a scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely awake. You left me in pieces. There's no more to break. Don't wake me up. Not in this century. Don't wake me up. 'Cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost. Und somit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin hier mal im schönen Appenzell. Zuerst mal bin ich hier, genauer gesagt, auf der Ebenalp. Und wir laufen hier heute zum Seealpsee. Wir gehen noch bei einem schönen Restaurant vorbei, das speziell ist. Aber das seht ihr selber, wo das ist. Ja, wir waren jetzt in Escherbeiz. Ihr habt gesehen, das ist eine ganz spezielle Beiz. Dann das Haus mit im Felsen. Und wir haben sehr gut gegessen. Also es ist für jeden Besuch wert. Und jetzt laufen wir weiter zum
Seealpsee. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me. Ja, wir sind jetzt hier beim Seealpsee angekommen. Vielleicht kennt ihr noch von einem berühmten Bier. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich will ja nicht Werbung machen noch dafür. Es ist zwar eigentlich naheliegend, welches das gemeint ist. Ja, nach einer kleinen Stärkung im Seealpsee geht es jetzt wieder zurück auf Wasserauen. Das ist die Talstation vor Gondel, wo wir sind eingestiegen. Ja, wir sind jetzt zu Wassenauen angekommen. Somit wärst du es gesehen vom Appenzell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein sehr schöner Tag. Also zum Wandern sehr zu empfehlen. Obwohl das Gelände recht stotzig und schwierig ist. Aber es lohnt sich sicher ein Ausflug hierher. Über eure Feedback in den Kommentaren würde mich sehr freuen.